Australien ist natürlich von der Ukraine extrem weit entfernt. Trotzdem sind einige Folgen des Krieges auch an diesem Weltende zu spüren. Einerseits die gestiegenen Lebenshaltungskosten, zum anderen sollen die Energiekosten in den nächsten 2 Jahren um bis zu 50% steigen. Abgesehen davon ist Australien extrem mit sich selbst beschäftigt zurzeit. Das liegt unter anderem an dem dritten La Niña-Sommer, der uns hier beschert wird. Das bedeutet sehr, sehr extreme Regenfälle und die damit verbundenen Überschwemmungen. In manchen Regionen sind Geschäfte zum dritten Mal in 18 Monaten überflutet worden, Ernten davongespült worden. In einigen Regionen ist es so, dass die Leute jede Woche Leute ihre Häuser verlieren, die einfach davon schwimmen oder unbewohnbar gemacht werden durch die Fluten. Zugleich gibt es seit Mai eine neue Regierung in Australien, die nach einem Jahrzehnt der Stagnation der Klimapolitik nun eher sich westlichen Nationen, anderen westlichen Ländern annähert. Es gibt jetzt ein Klimagesetz zum ersten Mal in Australien und die Regierung will bis 2030 den CO2-Ausstoß um 43% senken im Vergleich zu 2005. Das ist also schon mal ein Schritt, auch wenn der Kohle weiterhin nicht Ade gesagt wird. Gleichzeitig erhofft sich natürlich das Land im Moment beim Klimagipfel in Ägypten ein bisschen Rückenwind und Verstärkung auch von anderen westlichen Ländern. Da allerdings spielt natürlich jetzt wieder der Ukraine-Krieg rein, der so ein bisschen das Thema Klima natürlich in die zweite Reihe drängt.